Bastelzeit. Heute geht es mal wieder ein bisschen um LEDs. Ich hatte in letzter Zeit ja angefangen, hier alles möglichst auf LED umzurüsten. Prinzipiell mache ich das meiste mit hier diesen LED-Bändern. Die sind relativ einfach aufgebaut. Wir haben immer bei den meisten Bändern 3 LEDs hintereinander mit einem Widerstand. Und das wiederholt sich dann immer. Hat mehrere Vorteile, so Bänder zu benutzen. Zum einen, wir haben keine Elektronik hier drauf. Das heißt, ich kann Elektronik und die LEDs separat wechseln, wenn mal irgendwas kaputt ist. Das zweite ist, selbst wenn mal eine LED durchbrennt, dann verlieren wir immer nur so einen Dreierblock und der Rest vom Streifen leuchtet üblicherweise noch weiter. Dadurch, dass es über einen großen Bereich verteilt ist, hat man auch ein sehr gleichmäßiges Licht. Ist also eigentlich genau das, was ich suche. Die meisten hiervon, die laufen mit, hier steht es auch, DC 12 Volt. Was für mich auch gut ist, kann ich direkt von einer Bleibatterie, also so meinem Solarsystem betreiben. Und relativ einfach irgendwie digitalisieren. So Smart Home mit einem Node MCU oder sowas. Allerdings, ja, zum einen, ich möchte nach außen. Nach außen ist mit hier denen natürlich nicht so berauschend. Die sind komplett blank, die korrodieren einem relativ flott dann weg. Also, wir brauchen dann irgendwas, was wetterfest ist. Die gibt es da natürlich. Es gibt einfach hier so Silikonschläuche, wo die drin sind. Wahrscheinlich auch ein bisschen weniger dreckig als hier der. Ist im Prinzip genau dasselbe, was wir eben hatten. Hier in dem Fall mit anderen LED-Typen, aber im Prinzip einfach nur dasselbe in hier so einem LED-Schlauch, der aus Silikon ist. Und solange man Ende und Anfang relativ dicht hat, kommt da auch kein Wasser rein. Problem, oder nicht Problem, sondern Herausforderung für mich jetzt. Da, wo ich hin will, gibt es kein 12 Volt. Und das ist alles draußen. Das heißt also, ein Netzteil draußen hinhängen ist auch nicht so dolle. Und ich habe eine größere Strecke, so ungefähr 10 Meter. Das heißt ja, die meisten von diesen 12 Volt Streifen sind für 5 Meter ausgelegt. Und ja, selbst bei 5 Metern möchte man eigentlich von beiden Seiten, also sowohl vorne als auch hinten, ein Kabel dran machen und einspeisen, dass das nicht irgendwie über die Strecke immer dunkler wird. Und ja, bei 10 Metern wäre das natürlich noch problematischer. Also, hey, wir haben aber 230 Volt da. Gucken wir uns doch mal so ein 230 Volt Ding an und tada! 230 Volt, 10 Meter LED-Streifen. Klingt schon mal gut. Packen wir den mal aus, gucken, wie die Technik funktioniert. Ich gehe davon aus, der wird auf jeden Fall nicht so lange halten wie eine 12-Volt-Lösung. Aber hey, wir können es zumindest mal probieren. Was voraussetzt, dass ich den Anfang hier von der Folie finde. Gar. Moment. So, okay. Also, gucken wir erstmal. Das Ende hier ist auf jeden Fall relativ gut vergossen. Das sieht schon mal gut aus. Und ich sehe auch schon, dass das ein komplett anderer Typ ist, vom Streifen als der 12 Volt. Am Anfang haben wir hier dieses Konstrukt, einen Stecker, einen Kasten und dann hier hinten ja, einfach nur 2 Drähte, die anscheinend außen auf den Streifen gelötet sind. Mit jede Menge Silikon, wie es aussieht, abgedichtet. Wenn wir auf der Rückseite von dem Ding gucken, da ist eine durchgehende Busbar, das heißt also 2 Pole, die entsprechend komplett über die komplette Länge durchgehen. Wobei, strike that, sie geht nicht über die komplette Länge durch. Die wechseln hier zwischendrin immer mal wieder. Hä? Okay, also sie gehen nicht durch. Sie gehen immer abwechselnd irgendwie. Ah, aber hier an der Seite sind nochmal Drähte drin. Die gehen dann durch. Okay, okay, okay. Das heißt, wir haben 2 Drähte, die komplett über die Länge gehen. Und dann hier den Streifen, der immer abwechselnd geht, wo dann LED-Gruppen wahrscheinlich hintereinander geschaltet sind. Was wir auch sehen hier vorne, da geht so ein Draht auf dieses Ding drauf, von der Busbar auf den Streifen. Das ist dann die eine Anbindung. Und ich gehe mal davon aus, dass wir dann... Seriously? Das Ding ist abgefallen. Es ist wohl nur reingesteckt. Okay. Ich gehe davon aus, dass wir dann irgendwo wieder so eine Verbindung auf der anderen Seite haben, weil das hier ist ja jetzt nur von uns aus gesehen unten. Dann gucken wir mal, ob wir oben auch irgendwo was haben, wie lang so ein Abschnitt ist. Relativ lang. Ah, hier. Genau. Das habe ich vermutet. Ah ja, hier sieht man es auch schön. Hier geht dann einer nach oben drauf und hier haben wir dann ein kurzes Stück, wo kein Band ist. Was aber auch kein Problem ist, weil das ist der gleiche Abstand, wie wir sehen von den LEDs. Und hier geht dann von der unteren Busbar wieder da drauf. Das heißt, hier das, was wird das sein? So ein guter Meter, das ist ein Stück. Das heißt, wenn da irgendwas ist, eine LED kaputt, wird wahrscheinlich dieser komplette Meter ausfallen.
Ja, das hier sieht natürlich auch nicht so berauschend aus. Ich meine, klar, wir können jetzt hier schön die Drähte sehen, die außen sind. Aber ich hätte doch eigentlich gehofft, dass das hier halbwegs Mist. Passt. Also, zum einen können wir jetzt von hier der ganzen, von dem ganzen Aufbau auf jeden Fall uns schon mal etwas ausmalen. Und zwar wird hier auf den äußeren beiden Linien, die durchgehen, die Hauptversorgungsspannung sein. Und es wird wahrscheinlich DC sein, weil ich sehe hier nichts, was sonst irgendwie da was machen könnte. Das heißt aber auch, hier kommt DC raus. Heißt, hier ist irgendwas an Elektronik drin. Einfachster Fall, einfach nur ein Brückengleichrichter. Ja, es wird nur ein Brückengleichrichter sein, weil es nur 230 Volt ist. Kein Schaltnetzteil wahrscheinlich. Das heißt aber auch, den hier müssen wir richtig rum reinstecken, sonst macht das Kabums. Und ja, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder mein Video angucken gehen, wie rum das da drauf war. Super. Na gut, wissen wir auf jeden Fall schon mal. Den hier können wir gleich auch mal zerlegen. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, da sind nur Dioden drin. Und jetzt habe ich es hier schon halb kaputt auf dem Tisch liegen, noch bevor ich es einmal eingesteckt habe. Ja. Okay, wenn die LEDs oben sind und das so rum, dann blau zu mir. Dann stecken wir das mal wieder hier rein. Und hier sind einfach zwei Stifte, die dann in die Seite reinstecken und mit etwas Glück Kontakt machen. Das ist auf jeden Fall etwas, wo Wasser reinkommen kann. Na gut, haben wir hier irgendwo eine Steckdose? Nehmen wir das hier. So, schauen wir mal, was die LED sagt. Strom an. Und wo ist die Aktivierung für die Steckdose? Da. Dann gucken wir mal. Saft. Yay, es leuchtet. Gut, es ist warmweiß, das hatte ich auch so bestellt. Es ist natürlich ein relativ großer Abstand, aber ich sag mal so, für eine Außenbeleuchtung ist das, denke ich, okay. Die Kamera gleicht das jetzt natürlich so ein bisschen aus, aber man sieht, denke ich, ganz gut. Es macht hell. Das ist ja das, was es soll und das reicht dann auch. Schön aussehen ist jetzt nicht unbedingt auf meiner Liste ganz oben. Ja, okay. Das heißt dann für uns jetzt, wir können im Prinzip jeden Meter kürzen. Wir können im Prinzip hier das irgendwie auseinander machen und verlängern, wenn es nötig ist. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil DC, definitiv. Wir können es gleich auch nochmal messen. Wie misst man das denn am besten? Was haben wir denn hier? Ja, im Prinzip, das hier müssten ja 300 Volt dann sein, die da rauskommen, wenn ich das richtig vermute. Dann bauen wir uns doch mal einen kleinen Messplatz hier auf, wo ich möglichst ohne allzu viel mit den Fingern zu machen, das messen kann. Und ja, ich weiß, das ist so, soll man nicht tun, weil offenes Zeugs rumliegt. Aber für mich reicht das erstmal. Ich weiß, was ich hier tue. Und das Ganze ist ja nur ein Testaufbau, wie gesagt. Das heißt so. Und das Ganze machen wir mal auf DC. Schauen wir mal, was hier an DC-Spannung rauskommt. So, momentan ist noch kein Strom drauf. Die Steckdose ist noch aus. Wir sehen aber schon mal, 1 Volt DC kommt durch. So ein bisschen kapazitiv gekoppeltes Zeugs. Dann schalten wir mal ein. Zack. Und Überraschung. Oh. 240 Volt. Das ist nicht, was ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt eine gleichgerichtete Netzspannung vermutet. Die wäre höher. Und halt, stopp. Sie wäre höher, wenn ein Kondensator da ist. Lasst mich raten, das Ding hat Ripple wie sonst was. Ja, gleich mal mit dem Oszilloskop dran gehen. Aber ich hatte jetzt eben nicht wirklich etwas gesehen, was da in Richtung Flackern geht, oder? Habe ich einfach nur nicht genügend auf die Kamera geguckt. Das war so rum. Ich glaube, ich male mir gleich noch auf, wie rum das gehört. Sonst passiert da gleich noch ein Unglück. Weil, wie gesagt, ich schätze, wenn man es falsch rum einsteckt, dann gehen die LEDs durch. So, machen wir nochmal an. Ja, doch, das könnte, glaube ich, ein bisschen flackern. Auch wenn es jetzt auf der Kamera nicht rüberkommt. Na gut, ich suche mal mein Oszilloskop und dann gucken wir mal genauer drauf, weil Schätzen ist eher nur so meh. Okay, Oszilloskop hängt dran. Wir haben eine Probe entsprechend, die das eigentlich abkönnen sollte, angeblich. Und die geht dann jetzt hier entsprechend auf die beiden Kontakte.
Und das ist der Moment, wo ich nochmal explizit warnen muss, macht das bitte nicht nach, wenn ihr nicht 100% wisst, was ihr tut. Denn wenn ihr tatsächlich das hier so mit dem vermutlich Gleichrichter und dem Ausgang in die Steckdose steckt und euer Oszilloskop in die Steckdose steckt, dann wird das wahrscheinlich relativ laut Kabums machen. Denn, wir haben plötzlich eine zusätzliche Referenz zum Stromnetz. Einfach hier drüber, weil wir hier drüber ein Minus uns generieren und hier drauflegen. Gleichzeitig ist das Oszilloskop aber geerdet. Und so baut man sich dann irgendwie im Zweifelsfall einen Pfad über das Oszilloskop einmal durchs Gerät in Richtung Erde. Und üblicherweise, wenn man die Steckdose in die Erde steckt, das mag die nicht so, da fließt irgendwie Strom. Das hier ist ein bisschen anders aufgebaut. Hier sind Trenntrafos dazwischen, die dafür sorgen, dass das theoretisch nicht passieren sollte. Ansonsten 100 Volt pro Division. Okay, eingesteckt ist. Gehen wir mal Strom drauf und gucken, wie laut es knallt. Okay, knallt nicht. Ich kriege aber auch kein Signal. What? Warum? Und das sieht doch besser aus. Ja, anscheinend war meine Probe ein bisschen hinüber. Die hat auch DC nichts gemessen. Das hier ist eine entsprechende Wellenform, die war so zu erwarten. Wir sehen, wir haben hier einen Takt, ja, der sagt jetzt hier 50 Hertz, das ist aber von hier bis hier. Wir haben hier im Prinzip nochmal so einen Dip in der Mitte, das sind 100 Hertz, wenn ich richtig tippe. Können wir mal kurz messen, machen uns mal hier ein paar Zeitdinger. Wo sind wir? Und Überraschung, das sind 100 Hertz. Wenn wir hier die kleinen Dips noch mitrechnen, bei den großen sind wir dann entsprechend bei unseren 50. Also geglättete Gleichspannung direkt aus dem Netz. Und entsprechend dann auch hier mit einem Vmax von 380 Volt, VRMS 272. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendein kleiner Kondensator drin sein. Man sieht ja, hier fällt der Dip nicht so stark aus, aber interessanterweise der. Also so ganz verstehe ich das noch nicht, was sie da sich gebaut haben. Auf jeden Fall wissen wir, er geht mindestens alle 50 Hertz quasi auf Null zurück. Das heißt also, wir werden ein Flackern drin haben in diesen LEDs, was nicht zu verachten ist. Für Funktionsbeleuchtung, wo man nur zum Vorbeigehen das braucht, ist das okay. In der Wohnung möchte man das eher nicht haben. Also ich bin kein allzu großer Freund von so flackerndem Zeugs. Insbesondere, hier geht's noch. Was ich zum Beispiel kenne, ist so Weihnachtsbeleuchtung. Die haben sie bei uns im Supermarkt, die sie absichtlich dunkler gemacht haben. Und das haben die wohl auch irgendwie über die Netzfrequenz gemacht. Und oh, wenn man da durchgeht, das ist ein einziges Flackerfest. Naja, gut. Wir wissen jetzt grob, was wir zu erwarten haben, nämlich Gleichrichter. Wir haben ja immer nur positiv, keine negativen Wellen hier. Und was wir erwarten können, ist, dass er wahrscheinlich irgendeine Art von Kondensator vielleicht noch irgendwo dazwischen hat. Ich meine, es könnte auch parasitäre Kapazität irgendwie sein, weil wir jetzt keine Last dran haben, aber ja, mindestens Gleichrichter. Und ich habe ja schon angedroht, wir werden das Ding definitiv zerlegen. Das heißt also, nehmen uns das mal und gehen zur Werkbank. Ja, und wenn wir hier unter dem Mikroskop nochmal gucken, es ist tatsächlich nur ein Gleichrichter. Interessanterweise nicht gelötet, sondern gekrimmt, wie man sieht. Ich hätte gedacht, das würde man eher löten, weil weniger Material. Aber, hey, hat man ja so gelöst. Hält wahrscheinlich besser. Wenn wir von der Vorderseite gucken, ja, ich weiß, haben wir kaputt gemacht. Aber CBP 310, das ist das, was ich hier lesen kann. Genau den Typen konnte ich jetzt nicht finden, aber normalerweise 310 heißt 3 Ampere und 1000 Volt. Also wahrscheinlich mehr als ausreichend, um hier dieses Ding zu betreiben, würde ich behaupten. Und hier nochmal der Streifen selber. Wir sehen, wenn wir von der Seite aus drauf gucken, links und rechts diese Drähte, die durchgehen, die Busbar, die den Strom dann wirklich über die komplette Länge von diesem Streifen entsprechend transportiert. Und wenn wir das Ding dann nochmal holen, von vorne gucken, da sehen wir dann hier die Lötstelle auf den Streifen, auch eine Beschriftung D1-D2 mit einem Widerstand 431, also 430 Ohm.
Und das geht dann entsprechend hier weiter. D3, D4, D5, D6. Okay, immer mal wieder Widerstände dazwischen. Dann gehen wir mal ein gutes Stück nach hinten, gucken, wie viel das insgesamt ist. Und da wären wir dann am Ende 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Womit die Frage geklärt ist, wie viele LEDs wir haben. 60, offensichtlich in einem Meter. 60 pro Meter ist ja so ein Standardmaß. Und auch da sehen wir am Ende dann die andere Lötstelle auf, die Busbar wieder drauf. Wenn wir rumdrehen, sehen wir, das Kabel kommt hier unten vom Streifen dann und ist dann hier auf diesen Draht, der außen vorbeiläuft, draufgelötet. Bisschen Lücke und dann geht es auf der anderen Seite wieder weiter. Und dadurch, dass wir von beiden Seiten einspeisen, sollte wahrscheinlich dann auch hier über diese Drähte der Strom relativ gleichmäßig verteilt werden, sodass wir nicht Helligkeitsschwankungen über die Strecke haben. Ja, stromverbrauchstechnisch, wenn wir hier mal zumachen, dann liegen wir, wenn wir hier auf der AC-Seite messen, bei ungefähr 261 mA. Umgerechnet also hier ungefähr 60 Watt für 10 Meter. Und wenn wir hier auf diesen Zwischenstecker gucken, dann stimmt ja auch so Pi mal Daumen damit überein. Also um den Dreh 60 Watt für 10 Meter, also 6 Watt pro Meter, die wir hier haben. Und auch wenn wir den Test ohne Hirn machen und hier eine Solarzelle gegenhalten, dann sehen wir hier, ja, wir haben ungefähr so mit 100 Hertz ein Flackern drin, wo es mal kurz ausgeht. Es hält sich in Grenzen, es sind relativ kurze Täler, aber es ist definitiv ein Flackern da, wo die LEDs komplett ausgehen. Hatten wir eben ja schon vermutet und hier sehen wir es dann jetzt nochmal als kleinen Beweis. Und ansonsten, naja, wir haben ja hier diese Busbars an der Seite, wo die gleichgerichtete Netzspannung direkt drauf liegt. Und das geht halt über den kompletten Streifen und wenn wir hier von der Seite gucken, naja, da ist, wenn wir es jetzt grob sehen würden, ja nur eine Isolierschicht. Und zwar dieses, ja, was ist es, Silikon-Plastik außenrum. Das heißt also, wir haben nicht die zwei Schichten, die eigentlich vorgeschrieben sind. Und naja, wie langzeitstabil hier dieses Plastik ist, ist halt auch noch so eine Sache, keine Ahnung, ob es mit der Zeit nicht vielleicht dann doch bröcklig wird, insbesondere wenn es draußen ist, Sonne draufkommt, UV draufkommt und so weiter. Von daher, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der da irgendwie viel Ahnung von Sicherheitszeugs hat, aber für mich klingt das jetzt spontan nach Schutzklasse 0 und somit nicht mehr zulässig in Deutschland. Was mich jetzt ehrlich gesagt wundert, denn dieses Ding hier kam von einem deutschen Händler. Realistisch gesehen wird wahrscheinlich nicht ganz so viel Gefahr davon ausgehen. Meistens hängen diese Lampen ja irgendwo, wo man nicht dran packt. Das heißt, selbst wenn da ein Isolationsfehler auftreten wird, solange das nicht irgendwie gegen Metall geht, sollte das kein Problem sein. Und selbst dann, wenn das Metall geerdet ist, was da im Gebäude dran ist, löst im Zweifelsfall der RCD aus. Trotzdem, ich würde eher sagen, vielleicht was anderes holen. Es ist relativ schwer für so Außenbereiche. Ich habe mir ein paar in letzter Zeit angeguckt. Die sind qualitativ alle eher meh. Es gibt wohl ein paar, die halbwegs brauchbar sind, aber ja, die haben dann halt auch ein paar Nullen beim Preis hinten dran. Ob man es ja am Ende benutzen will oder nicht, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich meine, technisch gesehen, es war am Anfang ein Stecker dran. Von daher wäre es auch ohne Elektriker installierbar, offiziell mehr oder weniger. Aber wie gesagt, ich würde es vielleicht jetzt relativ häufig prüfen, dass da nichts an der Isolierung drankommt und auch eher in Bereichen verwenden, wo man jetzt vielleicht nicht dran packen kann. So oder so, Licht macht's, also zumindest von technischer Seite, tut das Ganze, was es soll.